Europa will nach den Lieferengpässen während der Corona-Pandemie seine Abhängigkeit von asiatischen Chip-Herstellern verringern. Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben der lokalen Halbleiterproduktion Vorrang eingeräumt, um ihren Weltmarktanteil bis 2030 auf 20% zu verdoppeln. The aim is to be sure that in a situation where there is a crisis like the one we experienced last year with the war in Ukraine, we'll be able to ensure a minimum level of the chips production in the European Union and also to work very closely with like-minded partners. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Europa seine Produktion vervierfachen. Mit der Vereinbarung will die EU mehr als 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisieren, um den weiter wachsenden Appetit der europäischen Industrie auf Chips zu stillen. Letzten August haben die USA bereits einen Chips and Science Act mit rund 52 Milliarden Dollar Förderung beschlossen.